Okay. Kein Wort. Geh einfach weiter, ganz unauffällig, okay? Komm mit rein. Ich zeig sie dir, aber du darfst niemandem verraten, wo sie ist, okay? Gut. Sie steht ganz hinten, bei den richtig seltenen Sachen. Hey, alles klar? Wie geht's denn? Schön, euch zu sehen. Die Kids, die hier arbeiten, wissen natürlich nicht, woher sie stammt. Ebenso wenig wie die alten Hasen. Keiner von ihnen hat sie gekauft, also gibt's auch keine Auftragsnummer. Soweit sie wissen, war sie einfach schon immer hier. Okay. Normalerweise steht sie hier. Oh, oh. Nein, nein, hat sie jemand gekauft? Oh, Mann! Ich hätte sie ja selbst gekauft, aber sie erschien mir zu bedeutend, zu kostbar, wie etwas, das kein einzelner Mensch besitzen sollte. Ja, hier ist sie. Okay. Bist du auch wirklich bereit dafür? Denn das, was ich hier habe, raubt dir nicht nur den Verstand. Es raubt dir die Seele. Also dann, mach sie auf. Wenn du dich traust. Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Brutal Legend. Ich finde, das Spiel passt zu mir, denn es verkörpert meinen absoluten Musikgeschmack. Ja, ich habe in das Spiel schon mal reingeschaut und ich finde es absolut toll. Lustig gemacht und es lohnt sich, es zu kaufen. Okay. Okay, wir spielen das Spiel erstmal auf sanft. Und ich halte jetzt erstmal meine Fresse, damit ihr das Intro genießen könnt. Oh, warte. Hey, hi. Hey, Rix, tut mir leid, dass ich deine Gitarre zerstört habe. Was zum? Sie ist wie neu. Wow, wie hast du das gemacht? Hoffentlich geht sie nicht wieder so leicht kaputt. Leg dich nicht mit dem an. Er macht mir Angst. Hey, Eddie. Tut mir leid, aber unser Manager will wissen, wann du uns ein neues Set baust. Dieses Stonehenge-Zeug ist ja ganz lustig, irgendwie ironisch und retro, aber... Hör zu, Eddie, versteh mich nicht falsch. Du bist der Beste, okay? Der beste Roadie der Branche. Jeder weiß, dass du alles hinkriegst und bauen kannst. Also vielleicht könntest du uns ja was bauen, das eher unsere jüngere Zielgruppe anspricht. Ich meine ja nur... Weißt du, früher oder später musst auch du in der modernen Welt ankommen. Ich krieg alles hin. Nur das nicht. Metal ist tot. Hattest du je das Gefühl, in der falschen Zeit zu leben? So, als hättest du früher leben sollen, als die Musik noch echt war? In den 70ern? Früher. In den frühen 70ern. Oh. Ich hab gesagt, bleib da runter, du dämliches Abge... Ja, natürlich. Wir sind ja über 18.
Fuck das Stück Scheiße! Bitte lass ihn fallen. Scheiße! Der Job eines guten Roadies ist, andere gut aussehen zu lassen. Andere zu beschützen. Anderen zu helfen, das zu tun, wofür sie bestimmt sind. Ein guter Roadie steht nie im Rampenlicht. Wenn er seinen Job gut macht, merkt niemand, dass es ihn gibt. Hier und da betritt er vielleicht die Bühne, um ein Problem zu lösen, Dinge zu klären. Aber bevor jemand merkt, dass er da war und was er getan hat, ist er wieder weg. Enthält blutige und brutale Szenen, darunter auch Verstümmelung und gelegentliche Enthauptungen, wann immer dies aus erzählerischen Gründen notwendig ist. Der Wahrung historischer Genauigkeit dient der Hammer, dient oder Hammer aussieht. Keine Brutalität bitte, oder, also gut, aber nur wenn es dann wirklich Hammer aussieht. Ja, Leute. Das ist ein Spiel für jung gebliebene Männer. Also, ja. Die Zeit ist endlich gekommen, wir dienen unserem Meister. Hey. Hey, ich bin nicht euer Meister. Nein, bist du nicht. Aber ja, ich, okay, Leute, ab jetzt beginnt das Spiel. Meister. Wir sind dicke Freunde. Schon seit dem Kindergarten. Und wenn mir irgendwas zustößt, wäre echt angepisst. Ja! Oh, der Trenner. Wer es wagt, Hand an diese wundervolle Axt zu legen, bekommt den Zorn der Titanenkeule zu spüren.
Spüre die heilige Klinge. Wehre dich, spüre. Verteidige dich. Hältst du Space fest, blockst du die meisten gegnerischen Angriffe ab. Die heilige Klinge. Ja, jawohl! Das ist der Spalter. Ey, Finger weg von der Gitarre! Hat sie gerade gestimmt? Das war's für dich. Ja, nehmt das! Das ist Rock! Wie schmeckt euch das? Was mit Frieden? Was? Halt still! Erderschütterung. Drücke linke Maustaste und rechte Maustaste. Jetzt trocken wir die Halle. Empfange die Hyksilis Gnade. Empfange die Hyksilis Gnade. Hat das einer gesehen? Also ich finde, die Musik passt absolut zu der Stimmung des Spiels. Na gut, netter Versuch, Lady. Oder was auch immer du bist. Ich soll wohl glauben, du wärst eine Nonne, dabei bist du irgendein großer hässlicher Dämon. Also lass das! Aha, siehste? Ein großer hässlicher Dämon. Aber auch sexy irgendwie. Hm. Ah, scheiße, bist du. Nette Beine. Führe die heilige Klinge. Nicht deine Schande. Bringt es nicht Unglück, eine Nonne zu erschlagen? Ich sollte lieber verschwinden. Das war's für dich. Wehre dich nicht. Wehre. Schließ die Augen. Ja, bringt's. Jawohl. Also, die ersten Eindrücke des Spiels sind okay. Absolut geil, mit lustigen Einlagen. Los. Oh Mann, muss das Ding in Gang kriegen. Also mal sehen. Böse? Liebe Böse, verkorkste Dämonenmächte der Dunkelheit. Und des unvorstellbar Bösen. Bitte bringt mich fort von diesem grässlichen Leichenstapel. Ich bin nur ein Besucher in eurer seltsamen Welt, die manche höllisch nennen würden. Aber ich gebe zu, sie ist irgendwie abgefahren. Oh, ihr Herren ekliger Lederdinger und Sadomaso-Kleidung. Also ihr Typen habt echt Stil. Die Kampfnonne, die war heiß. Sorry, dass sie tot ist, aber ihr seid ja böse, richtig? Also ist alles... Bei eurem guten Willen. Oh, oh. Oh, ich meinte böse. Bösen Willen. Ah, du Dreck. Monte der Mann, Thomas. Ach, das ist nicht fair, Jungs. Aber echt cool. Oh Mann, ich hab doch nicht etwa die ganze Zeit so heiße Mädchen umgelegt. Die Axt. Du bist also auch wegen der Axt hier. Nein, aber ich wurde angegriffen und... Sekunde. Und sie war eben da, also...
Du führst sie sehr natürlich. Ja, das ist echt merkwürdig. Ich hatte noch nie eine Axt in der Hand. Wer bist du? Rechte Seite. Wir müssen hier raus, bevor er hier ist. Ja. Teamaktion. Nähere dich einem Verbündeten und drücke E, um mit ihm eine Teamaktion auszuführen. Bevor wer hier ist? Imperator Duviculus. Wer? Imperator Duviculus. Wo kommst du her? Schwer zu sagen. Ich bin ständig auf Achse. Glaub mir, du willst nicht hier sein, wenn er kommt. Wo liegt das Problem? Du machst zum Beispiel gerade seine Leibgarde nieder. Oh, aha. Wie war nochmal dein Name? Komm schon, wir müssen rennen! Legt ihr Gegner zurecht und schmettere sie auf die billigen Plätze der endlosen Schmerzen. Grand Slam. Links, rechts, links. Mir nach! Hier lang! Wir müssen durch die Tür, bevor... Ja, das sind echt viele. Wo sind wir hier? Im Tempel von Ormegoden. Ist ein Ort uralter Macht, aber niemand kennt seinen wahren Zweck. Ja, Leute. Ich mache hier erstmal einen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Also, tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für Anregungen schreibt ihr eure Meinung in die Kommentare. Also, bis zum nächsten. Tschüss.